Ein magisches Wort, das du immer in deiner Kommunikation berücksichtigen solltest. Sei es im Verkauf, in Gesprächen mit deinen Kunden, in der Mitarbeiterführung, aber auch im Copywriting. In diesem Video geht es um das magische Wort Warum. Schon als kleine Kinder fragen wir uns ständig, warum ist der Himmel blau, warum ist die Sonne gelb? Mama, warum muss ich Zähne putzen? Mama, warum muss ich mir mein Gesicht am Abend waschen? Unser Gehirn denkt automatisch, etwas ist wahr, wenn wir bei der Aussage immer ein Warum dranhängen. Egal wie hirnrissig dieses Warum ist, der Mensch denkt, dann wird das schon so sein. Dazu gibt es auch eine Studie aus den 70er Jahren von Ellen Langer von der Harvard-Universität. Und darin wird folgendes Beispiel erläutert. Eine lange Menschenschlange wartet an einem Kopierer. Ein Forscher geht an der Schlange vorbei und fragt in drei unterschiedlichen Varianten, ob er vorgelassen wird. Die erste Variante, eine höfliche Frage. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten. Darf ich den Kopierer benutzen? In 60% der Fälle sind die Wartenden damit einverstanden. Bei der zweiten Variante schaut es schon anders aus. Eine Frage mit einer echten Begründung. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten. Darf ich den Kopierer benutzen, weil ich es wirklich richtig eilig habe? Ratet mal, was hier rausgekommen ist. In 94% aller Fälle sind die Wartenden damit einverstanden. Heißt 34% mehr Erfolg als durch die reine Frage. Dann gab es noch die dritte Variante. Eine Frage mit einer Fantasiebegründung. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten. Darf ich den Kopierer benutzen, weil ich Kopien machen muss? Was war das Ergebnis? In 93% aller Fälle sind die Wartenden einverstanden. Ich meine, alle müssen Kopien machen, oder? Wie witzig ist einfach die menschliche Psyche, oder? Nur 1% weniger haben zugestimmt als mit einer echten Begründung. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Die Begründung einer Frage erklärt und fördert die Zustimmung erheblich. Was wir daraus lernen können? Das erfolgreiche Zauberwort heißt weil. Mit der Angabe eines Grundes oder der Begründung weil, um zu, deswegen, egal ob sie echt ist oder ausgedacht ist, seid ihr erfolgreicher als mit einer reinen Frage. Wer das in seiner Kommunikation berücksichtigt, kommuniziert erfolgreicher und vermeidet definitiv Konflikte. Und wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nach einem Grund. Warum, wieso, weshalb? Fordert immer ein Weil. In der Mitarbeiterführung holst du deine Mitarbeiter viel besser ab, wenn du Aufgaben delegierst mit einer Begründung, damit die Mitarbeiter auch wirklich die Sinnhaftigkeit hinter dieser Tätigkeit sehen. Ich nehme jetzt mal ein drastisches Beispiel. Statt Florian, geh bitte vor die Tür und mach ein paar Direktansprachen. Probiere es doch einfach mal mit. Damit wir diesen Monat unser Monatsziel erreichen und jeder seine Provision bekommt, wäre es jetzt super wichtig, Florian, dass du jetzt nochmal vor die Tür gehst, Direktansprachen machst und richtig Gas gibst. Damit wir uns diesen Monat so richtig feiern können und wirklich stolz auf uns sein können. Wo glaubst du, jetzt geht Florian lieber raus? Und vor allem, mit welcher Motivation und mit welchem Ergebnis? Mein Tipp in der Mitarbeiterführung, wenn du Aufgaben delegieren möchtest, mach dir eine Liste mit den Aufgaben und notiere den jeweiligen Nutzen der Aufgabe dazu. Am besten natürlich, du orientierst dich hier noch an den Grundmotiven deines Mitarbeiters, aber das würde es auch hier den Rahmen sprengen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber dazu dann mehr in einem anderen Video. Mir ist nur ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, wie machtvoll das Wort Warum ist und vor allem auch das Zauberwort Weil. Auch im Verkauf, angefangen schon bei unseren Outbound-Methoden, ist das Zauberwort Weil nicht wegzudenken. Zum Beispiel, wie bist du auf die Person aufmerksam geworden, der du ein Video schickst? Oder warum schreibst du genau diese Person an? Super sind auch immer Gemeinsamkeiten, auf die du dich dann beziehen kannst. Denn Menschen mögen Menschen, die wie sie sind. Die ähnlich ticken, ähnliche Vorlieben haben, Gemeinsamkeiten. Und jeder freut sich wirklich über ernst gemeinte, authentische, wertschätzende Komplimente. Und man spürt automatisch dahinter, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Warst du zum Beispiel gerade positiv überrascht, weil du auf der gleichen Universität wart? Findest du es cool, dass die Person Selbstmanagement unterrichtet, weil du auch deine Bachelorarbeit darüber geschrieben hast? Dann sag es. Also nicht, wow, ich finde es super, dass du das Thema Selbstmanagement unterrichtest. Da würdest du dich vielleicht verarscht fühlen, oder? Sondern viel eher, wow, richtig cool, ich habe gesehen, dass du Selbstmanagement teachst. Das finde ich mega spannend, weil ich auch genau darüber meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und
Ja, das ist mich einfach auch wahnsinnig interessiertes Thema. Es gibt so viele Beispiele, auch bei deiner Angebotspräsentation sollst du zum Beispiel nie auf das Weil verzichten. Um möglichst viel Vertrauen bei deinem Gegenüber aufzubauen, sollst du bei deinem Produkt, bei deiner Dienstleistung immer bei der Erklärung des Features ein Warum dazu packen. Warum ist dieses Feature inkludiert? Warum gibst du heute einmal diesen Rabatt? Es wird so oft unterschätzt, aber es ist so wichtig, damit wir uns das Warum nicht selbst erklären und auf komische Gedanken kommen, wie zum Beispiel, ist vielleicht heute bei mir günstiger, weil er schon länger nichts verkauft hat, weil das Produkt vielleicht doch nicht so toll ist, weil es vielleicht doch nichts bringt. Also solltest du in deiner Verkaufspräsentation unbedingt immer reinpacken, warum du das Produkt verkaufst. Warum der Aufbau genauso ist, wie er ist oder warum du genau ihm den Rabatt gibst. Und warum es die perfekte Lösung für ihn darstellt, um es wirklich glaubhaft in den Köpfen deiner Interessenten zu machen. Ich hoffe jetzt, du konntest das ein oder andere für dich aus diesem Video mitnehmen und wenn ja, dann würde ich mich mega über ein Like unter diesem Video freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Umsetzen und solltest du Anregungen, Wünsche für das nächste Video haben, dann lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich freue mich.